Heute bei Wer weiß denn sowas? Hans-Jürgen Bäumler im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Christian Wolf und Elton. Und jetzt geht's los. Dass Sie wieder pünktlich eingeschaltet haben, heute wieder mit dabei sind. Eine neue Ausgabe, wer weiß denn sowas, mit diesen beiden wunderbaren Gästen. Hans-Jürgen Bäumler und Christian Wolf sind zu Gast. Und Hans-Jürgen fühlt sich sofort ein bisschen zu Hause. Du hast so lange riskant moderiert, die deutsche Ausgabe von Jeopardy. Da hast du ja auch ständig auf so eine Wand geschaut. Ja. Ne? Also das haben wir im Grunde genommen extra alles für dich wieder aufgebaut. Ach, das ist ja nett. Ja, aber ob es was nützt, weiß ich noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Ne? Aber wir kriegen schauen das wir mal, wie viel hängen geblieben ist. Ja, das ist das Gute. Das ist das Gute. Das wissen wir nicht. Alles das hängen geblieben. Alles ja. ist und da noch drin. Christian Wolf heute zum ersten Mal bei uns. Das Forsthaus Falkenau hat dein Leben bestimmt. Ja. Manchmal haben wir hier auch so Kategorien im Grünen oder ja. Natur oder so. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal. Da kann man sich ja nur blamieren, wenn man das dann nicht weiß. Ja. Aber ich habe gleich was Spannendes zum Anfang. Ja. Ja. Vielleicht wusstest du das, aber vielleicht Sie zu Hause nicht. Wussten Sie eigentlich, dass die Esche der einzige heimische Baum ist, der schwarze, behaarte Knospen hat? Wusstest du das? Nein. Ja, der kommt auch nicht so oft im Wald vor, ne? Die Esche. Ist ja, schwarze, behaarte Knospen. Ich hatte nur mit Kiefern zu tun. Ja, ja. Ja, heute habt ihr es hier mit Bernhard und Elton zu tun. Ja. Ja, und schauen wir, wie ihr euch im Team dann gemeinsam hier schlagen werdet in dieser Sendung. Schauen wir aber erstmal auf unsere Zuschauerverteilung. Unsere Zuschauer hier im Studio hatten auch heute wieder die freie Wahl, auf welche Seite sie sich setzen. Hinter Bernhard und Hans-Jürgen Bäumler sitzen 61 Zuschauer. Hinter Elton und Christian Wolf 60. Ah, bitte. Diese erste Entscheidung habt ihr schon mal auf eurer Seite. Schauen wir auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die Kategorien heute sind total genial. Damals, im Garten, tierisch, tierisch, Zahlen bitte, das Fragezeichen, Werkzeug, Straßenverkehr, Kräuter, andere Länder, andere Sitten, clever und Metropolen. Ein Zuschauer mehr, ihr dürft die erste Kategorie aussuchen, 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes Team. Bis auf Garten und Kräuter finde ich alles okay. Sollen wir mit Straßenverkehr anfangen? Erstmal losfahren. Ja, also mein, bis jetzt läuft es ja gut. Ja, läuft super. Wir haben noch keine einzige, falsche Antwort gegeben. Also, dann bleiben wir bei total genial, oder? Ja, dann nehmen wir total genial. Passt total genial. Ja. Womit werden ausgeblichene Kunststoffteile an Fahrzeugen wieder wie neu? A. Heißluft, B. Mundwasser oder C. Babyfeuchttücher? Oh. Also Stoffteile. Also die so werden ja weich und die kann man neu formen. Ja. Mit Heißluft. Also ich kann mir sowas vorstellen wie die Sonne trifft auf die Farbpigmente und zerstört sie. Dadurch wirkt es bleicher. Ja, auch wird poröser. So, jetzt brauche ich Energie, um die wieder zusammenzusetzen. Und vielleicht ist es so, wenn ich Heißluft drauf mache, dass das dann wieder nachfärbt. Weil wie soll Mundwasser oder wie sollen Babyfeuchttücher in die ausgeblichenen Kunststoffteile reingehen? Also ich schminke mich beim Theater zum Beispiel mit Babyfeuchttüchern immer ab. Ja. Das ist übrigens, ja, das nützt ich auch. Bei mir wenig, aber ich kann mir vorstellen, dass bei Autos auch nichts nützt. Ja, genau. Also man ist danach oft ausgeblichener als vor dem Schminken. Ja, genau, das ist so mir ist auch schon aufgefallen. Genau. Kommt drauf an, für welche Rolle man geschminkt war. Ja. Ja, ja genau, das stimmt. Das stimmt. Ich wollte immer nur besser aussehen als mein Kollege. Als Christian? Sollen wir Heißluft versuchen? Es da sind wir uns relativ, also wir können natürlich das Podium machen, aber ich glaube, hier bei Heißluft bin ich mir gerade... Mundwasser gibt es ja verschiedene, da ist ja in allem was anderes. Ja, drin. Nachher hast du ein schwarzes Heißluft Auto und dann Pfefferminzgrün und sowas, ja, das will doch keiner haben. Heißluft. Heißluft, wir versuchen es mit Heißluft. Heißluft. Du hattest ja sicher als Eiskunstläufer oft auch kalte Füße und eine große Sehnsucht nach Heißluft. Ja, das ist richtig, ja.
da kann liegt ich in der erinnern. Natur der Sache. Obwohl Heißluft das Schlimmste ist für Eis. Wind ist viel schneller als per Hitze. Das stimmt. Fahrzeugteile aus Kunststoff bleichen mit der Zeit aus, weil enthaltene Zuschlagstoffe durch äußere Einflüsse oxidieren. Die zu behandelnden Teile werden ausgebaut und gründlich gereinigt. Mit einer Heißluftpistole erhitzt man den Kunststoff unter dauerhaftem Schwenken. Die thermoplastische Oberfläche des Kunststoffs schmilzt leicht an, sodass die Zuschlagstoffe wieder nach außen diffundieren. Der Kunststoff ist nun nicht mehr ausgeblichen. Kann man sich übrigens auch im Baumarkt ausleihen, wenn man es mal ausprobieren möchte. So, ihr steht bei 500 Euro. Erste Frage, erste richtige Antwort. Womit können wir euch eine Freude machen? Ja, clever, glaube ich. Ja? Ja. Ja. Clever? Ja, gut. Ich überrasche. Damit ihr uns nicht... Welcher einfache Test gibt Aufschluss darüber, ob jemand über den Tag hinweg genug Flüssigkeit zu sich genommen hat? Ja. A. Die Finger beider Hände gegeneinander pressen. Nee. B. Mit zwei Fingern die Haut am Handrücken nach oben ziehen. Ja. Oder C. Ein Glas mit der Öffnung an den Oberarm drücken. Haben wir gleich? Das haben wir sofort. Glauben wir zumindest. So, und ob wie schnell oder wie langsam das wieder runtergeht wahrscheinlich. Okay. Ja. Das heißt, wenn es jetzt oben bleibt, was ist dann? Ja, also ich habe heute zu wenig Flüssigkeit gehabt bisher, aber vielleicht liegt das auch am Alter. Ach so. Also ja, ich glaube, wir brauchen nicht Leute diskutieren, wir brauchen nicht so viel Zeit wie ihr da drüben. Oh, wir nehmen B. Ja. Christian Wolf hat sofort verstanden, wie die Sendung funktioniert. Und auftrinken. Ob man über den Tag hinweg genügend trinkt, kann mit einem einfachen Test festgestellt werden. Einfach mit zwei Fingern die Haut, beispielsweise am Handrücken, mit zwei Fingern vorsichtig nach oben ziehen. Schnallt sie gleich zurück, ist der Körper in der Regel gut versorgt. Der Druck in den Zellen sorgt dafür, dass die Haut in ihre ursprüngliche Form gleitet. Bleibt sie allerdings stehen, sollte dem Körper über den Tag verteilt mehr Flüssigkeit zugeführt werden. Sehr gut. Trinkt. Wir haben auch noch Nachschub. Auch bei euch die ersten 500 Euro. So. Wie geht's weiter? Ja. Gehen wir mal in den Garten. Du gehst in den Garten, ich komme mit. Aber wir gehen in den Garten. Ja, ich gehe in den Garten. Garten, gar keine Ahnung. Garten ist nicht Warum sollten Gärtner aus Umweltschutzgründen auf die Verwendung von Torferde verzichten? A. Torfhaltige Erde macht Pflanzen langfristig unfruchtbar. B. Regenwürmer meiden Gegenden, in denen Torf im Einsatz ist. Oder C. Beim Abbau von Torf wird eine große Menge Lachgas freigesetzt. Das finde ich nicht komisch. Nee, das Lachgas ist... Nee. Also, unfruchtbar hieße, dass du das Torf benutzt, um deine Pflanzen zu düngen und die gehen aber davon kaputt. Aber unfruchtbar, würde ich ausschließen. Regenwürmer meiden Gegenden, in denen Torf... Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja? Ich war zwar noch kein Regenwurm, aber wenn das so weich ist, kann er da gar nicht bohren, der kommt da gar nicht weiter. Und wenn keine Regenwürmer sind... Ja, aber das ist ja getrockneter Torf, der dann... Das Problem ist jetzt... Naja, eben, drum meiden die den. Ich glaube, dass der Torfabbau ist das Problem. Aus Umweltschutzgründen. Na, für die Umwelt ist es ja jetzt nicht wichtig, ob der Regenwurm im Torf ist oder in der Erde ist. Hauptsache, der Wurm ist noch da. Ja, also Umweltschutz ist auch eher so, dass Gase freigesetzt werden. Vielleicht ist Lachgas gar nicht so gut für die Umwelt. Das könnte ich mir eher vorstellen. Sowas. Und das ist halt, es gibt doch auch gerade in Sumpfgebieten gibt es doch auch Gase, die sich entzünden, dieses ganze... Ja. Wie ist es? Elbenfeuer, also wie die alle heißen. Deshalb würde ich bei C bleiben. Wenn du jetzt aber sehr für B bist, hast du einen Garten? Ja, Riesen. Was für Riesengarten? Ja. Was für Pflanzen hast du da? Also ja gut, an der Kuch, das hier. Ja, auch, ja. Die Kinder pflanzen alles mögliche ein da. Beim Abbau. Und torft ihr den im Boden? Benutzt ihr Torf? Nein. So, was machen wir? Wir nehmen C. Wir haben so viel Glück gehabt bis jetzt. Ja, bis jetzt. Ja. Einmal, das kannst du ja nicht von einer Serie reden. Das sind 100%. Ja, bisher 100%. Das sind aber ruckzuck 50. Torferde enthält viele Nährstoffe und sorgt für einen sauren pH-Wert in der Gartenerde. Doch es wird aus Torfmooren gewonnen, die viel Stickstoff speichern.
Wird Torf entwässert und abgebaut, werden Mikroorganismen durch den Sauerstoff in der Luft aktiv. Der Stickstoff wird mineralisiert, dadurch wird Distickstoffmonoxid, also Lachgas, freigesetzt. Das Treibhausgaspotenzial von Lachgas ist fast 300 Mal so hoch wie bei Kohlendioxid. Und tatsächlich stammt der Großteil der globalen Lachgasemissionen aus entwässerten Mooren. Richtige Antwort. Ihr steht bei 1000 Euro. Haben wir noch gleich gesagt. Nächste Kategorie. Ja, machen wir Straßenverkehr. Warum müssen sich Autofahrer auf der A1 zwischen Rheinfeld und Lübeck seit Ende 2018 auf Stau einstellen? A. Ein Fahrstreifen wird am Wochenende für Radfahrer freigegeben. B. Hier entsteht ein E-Highway für Lkw. Oder C. Die Polizei begleitet hier Wildschweinüberquerungen. Ja. Also C würde ich jetzt einfach mal ausschließen. So, ein Fahrstreifen wird am Wochenende für Radfahrer freigegeben. Ein Fahrstreifen wird am Wochenende für Radfahrer. Wir können natürlich hier auch das Publikum fragen, ne? Denn wir haben ja sicherlich eine wir ganze sind ganze Reihe. Menge Menschen aus dem Norden. Ja, ja, ist klar. Also wenn, ich weiß das wirklich welche, nicht. Welche, die zwischen Rheinfeld wenn, und Lübeck auf der 1 Norden lebende waren. Eltern das auch nicht weiß, dann fragen wir das Publikum. Ja, aber pass mal aber auf. Ein Fahrstreifen wird am Wochenende für Radfahrer gegeben. Das heißt, ein anderer oder zwei, wenn das dreispurig ist, fahren trotzdem Autos. Hm. Wie willst du da die Fahrradfahrer schützen? Wenn die da, also dann dürfen die Autos nur noch 30 fahren oder was? Und wenn die da trotzdem schneller fahren, dann also den Schutz für die Fahrer, also wenn sperren die entweder die ganze Autobahn für Radfahrer, wenn es eine Aktion ist, aber doch nicht ein Streifen und auf den anderen dürfen die Autos weiter brettern. Also halte ich A auf. Das kann denn ja im Prinzip denn nur B sein. Aber was ist denn ein also Elektro-Highway, was halt, also, das verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wer weiß denn sowas? Ja, ja. Gut, aber wenn wir A und C ausschließen und B nicht wissen, was es ist, kann das ja vielleicht trotzdem B sein. Ja. Also, wir wissen nicht, was B ist, wir schließen aber A und C aus und deswegen bleiben wir dann jetzt dann auch bei B. Wir bleiben bei B. Nein! Täglich fahren knapp 70.000 Fahrzeuge auf der A1 zwischen Rheinfeld und Lübeck. Aktuell kann es dort vermehrt zu Staus kommen, denn für eine Feldstudie werden Fahrstreifen gesperrt. Insgesamt 200 Oberleitungsmasten müssen aufgestellt werden, damit ab Mai 2019 ein E-Highway seinen Betrieb aufnehmen kann. Das von Windstrom gespeiste Oberleitungssystem ist für Lastwagen geplant, ähnlich wie dem von Straßenbahnen. Elektro- oder Hybrid-Lkw können dann 5 Kilometer lang ihre Batterien aufladen bzw. ihren Motor einfach ausstellen. So, richtige Antwort. Ihr steht bei 1000 Euro. So. Weiter geht's. Also, bist du Handwerker auch? Also Heimwerker? Eigentlich ja. Weil dann müssten wir doch mit Werkzeug eigentlich genau wissen, was genau. Es ist. Ja, deshalb nehmen wir da jetzt Werkzeug. Da können wir gar nichts falsch machen. Genau. Und wenn, haben wir ja hinter uns die komplette Werkzeugmanufaktur von Hamburg. Ja. Wer eine Papageienzange verwendet, möchte A. Fahrkarten entwerten, B. Rundungen aus Fliesen herausbrechen oder C. Pfandkuchen schonend wenden. Was haben wir jetzt davon? Eine so. Papageienzange. Beim Papageischnabel geht ja der obere. Geht der oben rein. Ne? Das heißt, man also hat das erst, ein Hakeneffekt. Ja, man hat erst einen spitzen Punkt, der dann vielleicht breiter wird. Pfannkuchen schonen wenden, das kann man nicht vorstellen. Das ist ein Loch drin in dem Pfannkuchen. Aber Pfannkuchen also, schonen wenden ist so. Da die Idee, dass man dann da reingreift, die dreht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. So. Rundungen fließen herausbrechen ist aber auch. Weil man da ja rumtackern kann. Ja, das eventuell. Ich war sofort bei B irgendwie. Also C würde ich ausschließen. Die Fliese. Und oben der Papageienschnabel. Ach so, dass man fräst so rundherum und dann kann man das rausbrechen. Ach, das ist ja eine Idee. Weil sonst geht die Fliese geht ja kaputt, egal was man macht. Aber würde man bei einer Fliese, dann hat man doch immer so ein Ding, also so ein, wo man so. Rundungen. Die man so, aber Rundungen ist natürlich. Das kann man ja nur, wenn man. Ist die vielleicht vorgerundet? Also ich bleibe bei der Fliese. Also Fahrkarten entwerten? Na. Da gibt's doch viele Zangen, das heißt doch nicht Papageienzange. Das Ding, was der Schaffner mitnimmt,
Und immer so. Nein, das macht doch, das stempelt doch hinten, das wird doch gar nicht mehr entlocht heute. Ich bleibe bei den Friesen, hätte ich bei dir gesagt. So, also, ich nehme es auch auf mich, wenn es falsch ist. Ja, dann nehmen wir B. Sehr gut. Ich habe ja irgendwie gedacht, es ist eine Zange, die spricht oder so. Ja, die, genau, die wiederholt, was du gesagt hast. Mist, klappt nicht. Mist, klappt nicht. Die Papageienzange hat ihren Namen, den zwei an einen Papageienschnabel erinnernden Greifbacken zu verdanken. Genutzt wird sie, um kleine Rundungen in Fliesen zu brechen oder Aussparungen für Steckdosen, Rohre und Kabel Stück für Stück herauszuknabbern. So kann man es machen. Dritte richtige Antwort, 1.500 Euro. Das ist alles egal. Aber dann würde ich andere Länder, andere Sitten machen. Okay. Andere Länder, andere Sitten. Warum werden seit über 30 Jahren regelmäßig Schnapsflaschen auf der Hansinsel hinterlassen? A. So werden die Bewohner der finnischen Franzinsel bestochen. B. Isländische Fischer bunkern dort zollfreien Alkohol. Oder C. Dänemark und Kanada erheben damit ihren Anspruch auf die Insel. Sagen wir mal so, wenn die isländischen Fischer dort zollfreien Alkohol bunkern, dann die stellen uns hier diese Frage, dann wissen das doch auch Zollbeamte und kontrollieren den da trotzdem. Würde ich B jetzt erstmal ausschließen. Also. Ja, aber das weiß man dann seit 30 Jahren, das regelmäßig, dann weiß man das. Ja. Dann können sie nicht zollfrei bunkern. Bestochen, Dänemark so, und so. So werden die Bewohner der finnischen Franzinsel bestochen. Also ich kann mir tatsächlich irgendwie vorstellen, wenn es diese Franzinseln gibt, dass die tatsächlich da irgendwie was hinpacken. Pass auf, wir geben euch, was heißt bestechen? Und dann dürft ihr da durchfahren oder dann dürft ihr das und das machen. Weil B halte ich jetzt für bescheuert. Dänemark und Kanada erheben damit ihren Anspruch auf die Insel. Und was heißt das? Wer mehr Schnapsflaschen dahin packt, gehört dem dann die Insel für ein Jahr oder was? Also, da wir überhaupt nichts wissen, dann nehmen wir einfach A. Ne? Ja, wir nehmen A. Ja? Ja. Nicht C? Ja. Gut, ich sage, wir nehmen A, du sagst, wir nehmen C und dann nehmen wir A und dann habe ich den schwarzen Peter. Ja gut, dann nehmen wir A. Ja, schwarzer Peter passt ja heute. Ne? Die Hansinsel liegt nördlich von Grönland, ist nur 1,3 Quadratkilometer groß und vegetations- und rohstofflos. Aufgrund ihrer Lage tragen Dänemark und Kanada hier einen Grenzstreit aus. Allerdings auf humorvolle Weise. 1984 hinterließ der dänische Minister eine Flagge, ein Schild und eine Flasche Schnaps auf der Insel. Dies wird seitdem regelmäßig von Seeleuten beider Länder wiederholt und dabei die Flagge des jeweils anderen Landes durch die eigene ausgetauscht. Es ist eine liebgewordene Tradition. Ja. Ja, also es bleibt erstmal bei 1.000 Euro. Ihr habt ja schon das was auf der hohen Kante. Bei euch können die nächsten 500 dazu. Kennt ihr eigentlich die Erfinder dieser Fragen, die Autoren? Ja, die kennen wir alle persönlich sogar, mit Vor- und Nachnamen. Würde ich auch gerne mal kennenlernen. Ja. Ich hätte, spannend, ne? Es gibt Tage, da hätte ich auch gerne deren Privatadresse. So, die nächste Kategorie. Nimm mal Kräuter, komm, wir garten so. Ja, nimm du Kräuter, wir haben heute nur Sachen genommen, die ich niemals sehen würde. Ja, natürlich, aber es läuft doch. Krause Petersilie wurde gezüchtet, um A. Verwechslungen mit einer Giftpflanze zu vermeiden, B. einen französischen Starkoch zufriedenzustellen oder C. einer Schneckenplage Einhalt zu gebieten. Ist alles möglich, das ist schwierig. Ja. Aber das ist doch erst fürs Publikum. Kann man das auch? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da hinten. Also zum Essen mag ich sie nicht so gerne, da ist mir die glatte lieber. Aber ja, die schmeckt weitaus besser. Ja. Verwechslung einer Giftpflanze zu vermeiden. Das heißt, gibt es irgendeine giftige Pflanze, die aussieht wie Unkrause Petersilie? Nein, oder? Glatte Petersilie? Nein, das wüsste ich. Ein französischer Starkoch, aber dafür gibt es diese ja schon zu lange.
keine Schneckenplage einer zu gebieten. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Wir geben es doch irgendwie. Ich könnte noch nicht mal, ich bin, wir schwanken zwischen A und C, aber ich habe keine Ahnung. Einer Schnecken. Dass die, ja, dass die Schnecken einfach, weil das so kratzig ist, nicht so rangehen wie an diese glatten Blätter. Das ist das vielleicht. Ja, wenn ich Schnecke wäre, ich würde auch lieber die glatten nehmen. Und, ja, ja, ja. Aber guck mich nicht so an jetzt. Du würdest jetzt auf C gehen? Ohne das Publikum zu fragen? Die wissen das. Ja, ja. Nee, nee, ich guck nicht. Ja, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Ja. Wir fragen das Publikum. Ja. Danke. So. Ah, ah, jetzt aber. Hey. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Hallo, guten Abend. Hallo, Andrea. Hallo, Andrea. Woher kommst du, Andrea? Aus Lehrte bei Hannover. Ja. Und in der Küche auch ein bisschen zu Hause? Ja, doch, aber ja, wer weiß sowas. Wer weiß sowas. Also, aber du hast eine Idee, sonst wärst du nicht aufgestanden. Ich habe eine Idee, ja. Ne? Also eher die Schnecke, die vielleicht mit der glatten Petersilie besser zurechtkommt als mit der Krausen. Okay, ja. Also du sagst Antwort C. Ich sag C. Okay. Gut. Hier auch so eine Mehrheitsnicken. Ja, ja. Mehrheitlich. Ja. Mehrheitliche Selbstbewusstsein. Einige wenige denken, wenn das nicht stimmt, dann machen wir Andrea zur Schnecke. Glatte Petersilie wurde im Mittelalter in Europa vor allem als Heilpflanze in Klöstern angebaut, fand ihren Weg aber auch allmählich in die Küche zur Verfeinerung vieler Gerichte. Um damals häufig vorkommende Verwechslungen mit der ebenfalls glattblättrigen, aber hochgiftigen Hundspetersilie zu vermeiden, züchteten die Mönche die Krause-Petersilie. Ganz ehrlich, ich hatte von der Hundspetersilie auch noch nie gehört. Andrea, danke trotzdem. Danke für den Mut aufzustehen. Ja, hast du gewusst? Hast du es gewusst? Du hast es gewusst? Nee. Warum sitzt du noch da rum? Vermutet. Jetzt ist zu spät. Jetzt, aber guck mal, ihr habt ja schon 1500 Euro. Da wollt ihr erst hinkommen. Ja, ja, ja. Da müssen wir erst mal hin, genau. Ja. Wir können uns nicht entscheiden und deswegen nehmen wir das Fragezeichen. Wofür steht Forschern die Kokosnussmodell? A, um Gebäude in Zukunft erdbebensicher zu machen, B, um die Lautstärke in Großraumbüros zu reduzieren oder C, um Diebe schnell ausfindig machen zu können. Ja, also, was kann denn so die Kokosnuss? Also, um Diebe schnell ausfindig zu machen, werfen die dir an den Kopf und dann, wenn eine Beule hat, ist es gewesen. Um die Lautstärke in Großraumbüros zu reduzieren. Das kann ja vielleicht sein, dass das Fruchtfleisch so eine Dämmwirkung, eine Lautstärke-Dämmwirkung hat. Und dann kommt noch die Schale. Kann ich mir ein bisschen vorstellen. So, um Gebäude in Zukunft erdbebensicherer zu machen. Kann das sein, wenn du eine Kokosnuss zertrümmerst, also nachdem, wenn dann quasi ein Erdbeben, dass die nicht so splittert, sondern nur Risse macht und nicht auseinanderknallt? Ist das vielleicht wegen Erdbeben? Ja, es kommt darauf an, wie groß kann das Gebäude sein? Wenn es ein riesiges Gebäude ist, glaube ich nicht, aber kleinere Häuser. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das mit dem Erdbeben sicher irgendwie was mit der Kokosnuss zu tun haben könnte. Und deswegen frage ich ja gerade, wenn du eine Kokosnuss, die Schale, wenn du da mit dem Hammer raufhaust, dann hat das doch nur feine Risse und zerspringt nicht. Wenn du eine Walnuss nimmst zum Beispiel, haust du mit dem Hammer drauf. Oh, gut, die ist klein, aber da haust du mit dem Hammer drauf, dann ist sie kaputt. Bei einer Kokosnuss haust du drauf und dann entstehen erstmal kleine Risse. Und dann musst du irgendwie noch mit dem Schraubenzieher und oder so. Ja, nehmen wir aber an, das ist so, was. Dann nehmen wir A. Dann nimmt er. Ja. So eine Kokosnuss kann man viel von lernen. Kokosnüsse haben widerstandsfähige Schalen, die selbst beim Fall von hohen Palmen nicht kaputt gehen und die Samen in ihrem Inneren schützen. Das liegt an der inneren Schicht der Frucht, dem Endokarp, wie Forscher aus Freiburg analysiert haben. Die dickwandigen Zellen dort haben eine leitartige Struktur, die Energie besonders gut absorbiert. Ein Riss bildet sich nie gerade, sondern wird umgelenkt, bis er sich verläuft. Die Forscher wollen diese Struktur nun auf Baumaterialien übertragen, um so zum Beispiel Gebäude in Erdbebengebieten standfester zu machen. Genau so. Richtige Antwort, 1500 Euro.
Und wir haben momentan einen Gleichstand. So, wir haben noch damals tierisch, tierisch, Zahlen bitte und Metropole. So, worauf hast du Lust? Also jetzt sag du mal. Jetzt soll ich was sagen. Ja. Dann nehmen wir damals. Wodurch erlangte Herbert Wiedmeier am 30. Oktober 1963 unfreiwillige Bekanntheit? Du kennst ihn? Nein. Aber schön, dass du Spaß hast. Aber warum? Wer ist das? Ja, das versuchen wir gerade zu klären. A. Er wurde als erster Trainer der Fußball-Bundesliga entlassen. B. Er ließ die Beatles nicht in Berlin auftreten. Oder C. Er wurde von der ersten bundesdeutschen Radarfalle geblitzt. Krass. Oh, lieber. Unfreiwillige Bekanntheit. Er wurde von der ersten bundesdeutschen Radarfalle geblitzt. Ich meine. Ja, aber ist das. Wann gab es denn die erste Radarfalle? Ich glaube, das ist. Ja, wahrscheinlich ist alles in dem Jahr gewesen. Und das eine war am 27., am 28. Oh, und unfreiwillige Bekanntheit. Ich meine, das hätte bestimmt keiner groß bekannt gemacht, wenn einer in die Radarfalle fährt. Also, wer da der Beste war. Aber das ist unfreiwillig. Das ist aber ein guter Aspekt. Unfreiwillig Bekanntheit. Also, der Trainer war vielleicht. Also, der war eh schon bekannt. Währenddem die. Der, also, und B war vielleicht der Bürgermeister oder sowas. Aber C war jemand, der hatte überhaupt keine Ahnung. Der war völlig unbekannt. Ja. Und auf einmal bekam er Bekanntheit. Und zwar unfreiwillig. Das könnte so vom, Fall. Das spricht für C. Herbert Wiedmeier, wer kennt ihn nicht? Ja, und vielleicht war Wiedmeier. Also, und bei den Beatles wurde er nicht an dem Tag bekannt, wo sie nicht auftreten ließ, sondern später, als sie dann bekannt waren und man dann feststellte, also, guck mal, also B würde ich ausschließen. Ja, nein, C. Hm? So, weil es war am 30. Oktober. Dann müsste mir jetzt ja nur noch A oder C sagen. Ja, ja, genau. Wir sind jetzt schon sehr viel genau näher das dran. Problem, als vorher. Also von den drei Runden haben wir eine schon hinter uns. So, jetzt geht's weiter. So, er wurde als erster Trainer der Fußball-Bundesliga entlassen. Es kann natürlich sein, dass das, weil 63 die Bundesliga gegründet wurde, vielleicht wurde deshalb. Ich habe aber keine Ahnung, wann die gegründet. Ich bin unfreiwillige Bekanntheit. Er war vorher schon bekannt. Unfreiwillig. Ich tendiere zu C. Ich habe vorhin auch nicht recht gehabt mit C. Was? Ich habe vorhin auch mit C nicht recht gehabt. Aber du tendierst jetzt wieder dahin. Ja, aber man muss es ja klappen. Dann? Ja, dann nehmen wir C. C. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber es nützt ja nichts. Ja. Oh, hinter uns eingeatmet, nach Luft geschnappt. Bei uns kommt Herbert Wiedmeier heute zu erneuter Bekanntheit. Zu Saisonbeginn 1960-61 wurde Herbert Wiedmeier Trainer des Fußballclubs 1. FC Nürnberg und führte den Traditionsverein auf Anhieb zur Meisterschaft und im folgenden Jahr zum Gewinn des DFB-Pokals. Als im Sommer 1963 die neu gegründete Bundesliga startete, geriet die Mannschaft um ihren Altstar und Weltmeister Max Morlock in eine Krise. Am 9. Spieltag beugte sich die Vereinsführung der brodelnden Fanwut. So wurde Herbert Wiedmeier am 30. Oktober 1963 als erster Trainer der Bundesliga-Geschichte entlassen. Ah. Ja, ja. Ja. Es ist Antwort A. Es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könnt jetzt in Führung gehen. Ja. Wir nehmen C, das muss ja mal kommen. Ja, irgendwann muss auch mal C kommen. Ja. Ich würde es mal mit Metropolen versuchen. Ja, wir. Metropolen. Wenn es in der amerikanischen Großstadt Boston regnet. A. Klappen große Regenschirme an Straßenlaternen auf. B. Erscheinen Gedichte auf Bürgersteigen oder C. Steigt Zitronenduft aus den Gullis auf? Es würde durchaus helfen, wenn man schon mal da war. Da gewesen, ja. Warst du schon mal? Nee, ich war auch nicht in Boston. Nein. Gut, wir haben auch noch Publikum, sogar. Vielleicht hat das ja jemand gelesen. Oder mal gelesen. Also gelesen oder C würde ich jetzt einfach mal aus. Steigt Zitronenduft aus den Gullis auf? Mhm. Also, kann natürlich auch sein, weil wenn das Regenwasser
da in die Kanalisation fließt, wollten die nicht so, dass es stinkt. Ja, aber... Haben da irgendwelche Tabletten, das dann da so nach Zitrone duftet. Aber du kennst es vielleicht, es stinkt ja meist erst, wenn das trocknet. Ja. Wenn du zum Beispiel eine Dusche hast und da dieses komische Wasser ist weg und du machst nicht regelmäßig die Dusche. Also wenn ich dusche, stinkt es auch erst, wenn es trocknet. Genau. Ja. Und wenn es regelt, also wenn Wasser reinläuft, dann stinkt es nicht. Also warum sollte dann Zitronenduft da aussteigen? Also C schließe ich jetzt erstmal aus. Ja. So, klappen große Regenschirme an Straßenlaternen auf. Das ist natürlich irgendwie schön. Das muss ja denn ein Regensensor haben. Da müssen ja alle an den Straßenlaternen stehen bleiben, bis es aufhört zu regnen. Aber das ist doch schön. Ja, ist schön. Kommt man in Gespräch. Sehr kommunikativ. Ja. Ich finde es aber halt auch sehr teuer. Und wenn dann überhaupt... Und trotzdem ist es wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Antwort, nämlich B, weil durch das Wasser wird irgendetwas auf den Bürgersteig sichtbar. Und dann sind vielleicht das schöne Gedichte und dann sagt man, ach, die Sonne geht auf. Also nehmen wir B. Wir nehmen B. Okay. Gut, ja, hast du es so gewollt, aber du spielst heute mit dem schwarzen Peter-Eltendeckband. Ja, bösen Wolf. Boston ist eine für amerikanische Verhältnisse altehrwürdige Metropole. Dank Institutionen wie dem 1881 gegründeten Symphonieorchester gilt die Stadt als eine der kulturell reichsten der USA. Seit 2016 trägt selbst der Regen zu dieser Kultur bei. Die Organisation Mass Poetry versteckt Gedichte auf Bürgersteigen der Stadt. Die auf Schablonen übertragenen Texte werden mit einem wasserabweisenden Spray auf den Asphalt gebracht. Die zunächst dunkle Farbe verschwindet beim Trocknen und die Gedichte erscheinen erst wieder, wenn Wasser darauf fällt. Schau mal, wie schön. Schön. Könnte man hier auch mal einführen. Wir sind doch das Land der Dichter und Denker. So, ihr steht bei 2000 Euro und führt. Ja. Tierisch, tierisch oder Zahlen, bitte? Ja. Tierisch, tierisch. Ja. Wissenschaftler beobachteten, dass Ratten sich stets gegen eine Portion Schokolade entscheiden, wenn sie A. beim Angebot aufmerksam von ihren Eltern beobachtet werden, B. kurz nach dem Erwachen körperlich nicht aktiv waren, oder C. stattdessen einen Artgenossen in Not retten können. So, Ratten sich stets gegen eine Portion Schokolade entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob die Schokolade gerne essen. Ja, keine Ahnung. Also, beim Angebot aufmerksam von ihren Eltern beobachtet werden. Sind Ratten so soziale Tiere? Das heißt, wenn die Eltern gucken, dass sie dann nicht da dran gehen, weil sie... Also sie sind sehr sozial. Mich juckt C schon dauernd, weil die sind ja... C juckt uns schon den ganzen Abend. Das ist überhaupt keine Frage. Das muss ja mal kommen. Also. Ja, irgendwann muss es stimmen. Irgendwann muss es richtig sein. Also ich würde C nehmen. Ja. Danke dir. Also miteinander haben wir gut gespielt, aber gegeneinander bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Das heißt, sind Ratten so, dass wenn die Eltern gucken, sie nicht stattdessen einen Artgenossen in Not retten können? Das kann natürlich auch sein. Die legen da Schokolade hin, haben da zwei Dinger, der will gerade hinrennen, dann machen die bei dem einen den Boden weg, der hängt da so, Hilfe! Und dann sagt er, Schokolade, du musst leider warten, weil dort ist dein Artgenosse, den ich retten muss. Schokolade esse ich später. Weil er weiß, die Schokolade rennt nicht weg, der Artgenosse fällt aber irgendwann runter. Also, die werden immer hinterhältiger sein. Deshalb, ich bin für A oder C. Komme ich bei beiden. Ah, ja, doch wieder C. Ja, oder, ja. Ich habe keine Ahnung, ich für A oder C. Ja, meine beiden. Dann müsst ihr es ausknobeln, oder? Also dann... Wenn wir 10 nehmen, dann sagst du es. Ja, dann sag ich es. Sonst hast du, sonst habe ich es ja auch gesagt. Genau. Ja. Dann nehmen wir C. Irgendwann muss es ja vielleicht mal stimmen. Also. Oh. Ratten mögen kein Wasser. Um ihr Sozialverhalten zu testen, setzten japanische Forscher sie deshalb in ein Wasserbecken. Einer zweiten Ratte wurde beigebracht, den Artgenossen durch das Öffnen einer Tür zu befreien. Besonders Tiere, die selbst schon einmal im Wasser gesessen hatten, öffneten die Tür schnell. Dann aber bekamen die Ratten die Möglichkeit, zunächst eine Tür mit Schokolade zu öffnen.
In bis zu 80% der Fälle entschieden sich die Nager trotzdem für die Rettung und zeigten, dass sie zum Mitgefühl fähig sind. C ist richtig. So, ihr steht bei 2000 Euro. Ja, war knapp, oder? Ah, mein Lieber, das war knapp. Hier müsst ihr euch bedanken. Hier, nicht da gegenseitig. Wir haben gesagt C. Ja, die ganze sehr fair, Zeit. Es war sehr fair, es war sehr fair. Wir haben noch eine Frage aus der Kategorie Zahlen, bitte. Und ihr habt auch noch den Publikumsjoker. Ja, du kannst ans Publikum gerne mal die Frage geben. Ja. Rund 4,7 Milliarden A. Minuten verbringen die Deutschen täglich beim Arzt. B. Wortformen hat die deutsche Sprache. Oder C. Kilometer werden monatlich von deutschen Pendlern zurückgelegt. Das ist jetzt aber... Also, es müssen jetzt, ich kann wieder nicht rechnen. 4,7 Milliarden Minuten. Wie viele Stunden sind denn das? Kommt man da überhaupt auf? 60 Minuten ist eine Stunde. Ja. Also, und 24 Stunden hat der Tag. Ja. Also 24 mal 60 sind? Sie sind 6.500. Also ein Tag hat, was weiß ich, 6.000 Minuten. Nee, kann ja nicht sein. 60 mal 2 sind 120. Also auf jeden Fall nicht 4,7 Milliarden Minuten. Ja, wir reden ja aber auch nicht von einem. Was? Sondern einem Deutschen, sondern... 4,7 Milliarden Minuten verbringen die täglich beim Arzt. Also wie viele Menschen sind täglich beim Arzt von unseren 80 Millionen circa? Mache ich gerade einen Denkfehler? Hm? Wenn ein Tag doch gar nicht 4,7 Milliarden Minuten haben kann. Nein, darum geht's doch nicht. Darum geht's doch nicht. Sondern wenn ich das addiere, wie viel sind, also einer ist 30 Minuten beim Arzt und wie viel gehen jedes Jahr? Und da ist Jahr? Dann noch einer 30 Minuten, dann ist das schon eine Stunde. Ach so. So. Ah, danke. Ja, bitte. Vielen Dank. Ja. Alles klar. Aber... Trotzdem glaube ich klar. Das nicht. So. Wortformen hat die deutsche Sprache. Milliarden. Mein Gott. So, 10 Kilometer werden monatlich von deutschen Pendlern zurückgelegt. Also Pendler sind ja hin und zurück zur Arbeit. Also ich glaube, das ist zu viel. Das finde ich auch zu viel. Ich, ah. Ja, bin ich denn auch auf einmal dafür? Ja, wollen wir jetzt das Weil du meinst, also hier, Sohnemann musste letztens 4 Stunden beim Arzt warten. Vielleicht ist da jemand beim Publikum, der wahnsinnig gut rechnen kann. Genau, wir haben ja noch das Publikum. Ja. Also, du bist aber auch ein bisschen für A? Ich bin tendiere für A. Okay, vielleicht weiß das ja einer aus dem Publikum und deshalb und sagt, fragen hey, das, nee, ja. Es gibt 4,7 Milliarden Wortformen. Ja. Oder jemand mit Leistung. Oh. So, wir nehmen die Dame, die aufgestanden ist, so schnell, die weiß das. Ja, sie hat zwar noch ein bisschen zweifelnd auf die Tafel geguckt. Der Herr war relativ, aber trotzdem, Ladies First ist aufgestanden. Okay, ich komm mal hoch. Tag. Tag. Also ich würde sagen... Sie müssen sich erst kurz vorstellen. Ach so, bitte? Astrid, mein Name. Hallo Astrid, woher kommen Sie, Astrid? Aus Peine. Peine, das ist schon... Gut, Astrid. Wie wollen wir uns jetzt der Antwort nähern? Also ich würde sagen, mathematisch oder logisch? Logisch. 4,7 Milliarden Minuten. Also die Wartezeit bei Ärzten sollte man in Stunden, glaube ich, berechnen. Mhm. Das wäre logischer. So viel, wie man du da warst wartet. Eben dran. Ja, weiter. Wortformen hat die deutsche Sprache, finde ich auch nicht. Also ich finde die Pendler, die Fahrerei, das finde ich am logischsten. Ich würde 10 nehmen. Mhm. Gut, dann loggen wir das ein. Und schauen, jetzt kommt nämlich die Auflösung dieser kleinen Sachaufgabe. Arbeitsallergie oder Lachtrainer. Das sind Wörter, die wir aus dem Zusammenhang verstehen, aber nicht im Wörterbuch finden. Denn dort landen oft nur einzelne Teile solcher Zusammensetzungen. Alle 23 Millionen Wörter, die in deutschen Texten im Umlauf sind, werden aus Platzgründen nicht erwähnt. Diese Zahl umfasst aber auch nur die jeweilige Grundform, also den Singular bei Substantiven oder den Infinitiv bei Verben. Werden alle Wortformen gezählt, sind es aktuell 4,7 Milliarden. Oh. Astrid! Ja, na, es kam mir trotzdem. Dankeschön, Daumen drücken fürs Finale. Und wir schauen auf den Zwischenstand. Hans-Jürgen Bäumler und Bernhard Hoeck haben 2000 Euro erspielt. Elton und Christian Wolf haben ebenfalls 2000 Euro auf dem Konto.
Und hier kommt das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Erfindungen. So. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Ja, ich hab's geahnt. Welche dieser Erfindungen ist die älteste? A. Haartrockner, B. Mikrowelle oder C. Sprühdose? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Können wir noch mal 20 Sekunden haben? Einfach. Nee. Jetzt wäre gut. Nee, jetzt ist leider zu spät. So, beide Teams haben eingeloggt. Schnell. Warte. Die Entscheidung gibt's gleich. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute mit Hans-Jürgen Bäumler. Im Team mit Bernhard Hoecker, der dann 2.000 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Christian Wolf im Team mit Elton, ebenfalls 2.000 Euro auf dem Konto. Beide haben gerade zusammen auf der Bühne gestanden. Heute stehen sich gegenüber. Ja? Und jeder möchte den Sieg mit nach Hause nehmen. Das betrifft natürlich hier auch unsere beiden Teamkapitäne und das jeweilige Publikum hinter unseren beiden Teams. Ich habe gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche dieser Erfindungen ist die älteste? A. Haartrockner, B. Mikrowelle oder C. Sprühdose? Jetzt schauen wir mal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Hans-Jürgen haben gesetzt. Alles. Elton und Christian Wolf haben gesetzt. Alles. Aber, Scheiße. Schauen wir erstmal auf die Antworten, die eingeloggt wurden. Bernhard und Hans-Jürgen haben sich entschieden für Antwort A. Elton und Christian haben sich entschieden für Antwort A. Und schon ist die Freude nicht mehr ganz so groß. Ist stattdessen großer Aufregung gewichen. Entweder dauert es länger oder ihr geht zu Fuß nach Hause. Das sind die beiden Möglichkeiten. Die Mikrowelle war kurz nach der Donauwelle 1945. Die Sprühdose war 1927. Ja. Und der Haartrockner. Scheiße. Ja, der war. Tut mir wirklich leid. War aus dem Jahr 1888. So. Noch ist nichts gewonnen. Geht noch weiter. Wir müssen in die Nachspielzeit. So, es ist nur klar, 4.000 Euro ist der Gewinn. Nur für welches Team und welchen Teil des Publikums, das steht noch nicht fest. Und jetzt kommen wir zu Eltons neuer Lieblingsdisziplin. Wir gehen ins Stechen. Hier ist die heutige Stichfrage. Wie viele Abgeordnete gab es im ersten Deutschen Bundestag 1949? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt tippt eure Antwort ein. Hallo, ihr müsst was tippen. Tippen. Elton, du siehst total zerzaust aus. Schauen wir mal, was ihr getippt habt. Bernhard und Hans-Jürgen Bäumler vermuten
600. Die glauben auch, dass es zu viel ist. Elton und Christian Wolf. Elton und Christian Wolf tippen auf 80. Es waren genau 410 Applaus. Gewinnen Hans-Jürgen Bäumler. Glückwunsch. Und Bernhard, 4.000 Euro. 4.000 Euro für euch. Das heißt, für jeden von euch 65,57 Euro. 65,57 Euro. Für unsere drei Erbgewinner. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitspielen, danke fürs Miträtseln und danke fürs Wiedereinschalten. Das war's für heute. Tschüss.